Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Saka, Stufe AD. So heiße ich halt im Jahr. Für Leute, die es nicht wissen, ich habe meinen Namen von Stufe AD 16 geändert auf Saka, Stufe AD. Profilbild und so habe ich auch geändert. Also nur, damit ihr euch nicht wundert. Und jetzt wollen wir mal gucken, was ich alles so habe. Ich habe lang kein Anton-Video mehr gemacht. Und jetzt wollte ich mal wieder eins machen. Troyolo spielt Anton, okay. Wollte ich mal wieder eins machen. Und ja, nur ein kurzes. Ihr guckt, was ich habe. Und das, was ich gut finde, rüsten wir jetzt mal zusammen aus. Skypen, da kann ich jetzt nicht schreiben. Also, nein. So, in ein Video beherrsche ich mich natürlich. Was andere machen, interessiert mich jetzt nicht. Die Honeybagger, diese Sternchen-Honeybagger, ich liebe dich. Die Blunt Force. Vogel nicht, Hut nicht. Die Sportshot. Hier ist nämlich die Viper und die Yuri und die Sabertooth. Shadowstalker, ein Blitz nehme ich. Mapper Strike. Goldanzug wollte ich nicht nehmen. Denn ich habe ja was viel Besseres als ein Goldanzug. Seit gestern, vorgestern, weiß ich nicht. Seit gestern, glaube ich. Und ein Rocket Launcher. Und das war's. Ihr könnt mir ja mal sagen, welche Shadowstalker ihr besser findet. Dann nehme ich das, was ihr besser findet. Und seit gestern habe ich die komplette Roboterrüstung. Wurde auch Zeit, das lange Looten, also Warten, hat ein Ende. Nein, hier wollte ich nicht hin. Wir wollen. Ah! Ich spiele zu oft online. Wir waren mal kurz in der Singleplayer-Map. Nur kurz, muss ja nicht lange sein. Baseballschläger, ja. Das haben wir hier alles. War nicht gerade leicht, alles zu finden. Selbst gemacht. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, ich habe noch wirklich noch nie die Paintball Gun in diesem Spiel hier gefunden. Und da ich ungerne cheate, habe ich sie mir auch noch nicht gescheatet, sonst hätte ich sie mir schon längst mal gescheatet zum Angucken. Ich habe zwar schon oft Munition gefunden, ein Grün und Gelb kann, ein Grün und Gelb kann ich mich glaube ich erinnern, aber sonst die Paintball Gun so als Waffe noch nie. Wenn ihr wisst, wo man die findet, dann könnt ihr es mir ja mal in den Kommentaren schreiben, denn ich weiß es nicht. Hier stöhnt irgendetwas rum. Ein Schlüssel, hier brauchen wir nur noch Handschellen. Ach, für Leute, die es nicht wissen, ich erklär's mal. Nein, nicht das. Ein anderer Typ muss die Hände hochnehmen und dann kann man mit den Handschellen rechts oder Linksklick auf den machen. Ja, Linksklick und den fesseln und das gleiche mit den Schlüsseln, so öffnet man die auch offen stellen und Linksklick, es stirbt doch. Schmeißen wir uns das mal rein. Aber wirklich,
Ihr könnt mir ja mal sagen, wo man die Paintball-Gun findet. Ich kann mir vorstellen, in der Polizeibasis, in der Farbfabrik, nein, dann gibt es ja nicht Militärbasis oder sowas. So, das war's dann von mir. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß antönt oder ja. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen.